Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Duty World at War. Und wir sind in der Haut von Private Miller unterwegs. Haben gerade hier einen Flughafen eingenommen. Nice work, Marines. Let's give Major Gordon the good news. Bastards nearly had us. The airfield has been held. They'll do whatever it takes. Sarge, we got a problem. Sir, Japanese reinforcements coming in north of the airfield. Request immediate air support. Yes, sir, understood. Everyone take position, eyes forward. Stay okay. Strong. We are holding this airfield. Malachi, more reinforcements! Stay with me! Dann gucken wir mal, wie lange wir das hier halten können. There's more infantry on their trucks. Where the hell did all those reinforcements come from? They're bringing up the tanks. Miller, get on that triple 25. Here they come. Grenade in. He's bleeding. So, einfach mal draufhalten, das sollte ja einigermaßen passen. Wir kriegen doch einiges ab hier, aber wir teilen auch halt ordentlich aus. Au, das hat gesessen leider. Gut, wir müssen halt wahrscheinlich so lange durchhalten, bis die Luftunterstützung da ist. Okay, und der Panzer hat mich dann doch zerlegt. Ach, ich habe immer wieder Muni, sehe ich gerade. Nein, das war so nicht geplant. 5 war das, glaube ich, oder? Ja. Leider nicht so wirklich viel gegen die Panzer. Zumindest am G können wir mal wegballern. Ein bisschen viel Granaten. Okay. Ich soll doch nochmal gucken. Ja, okay. Wir sollen einfach nur versuchen, hier einigermaßen auszuhalten. Ist denn hier irgendwas gegen Panzer? Raketenwerfer oder sowas. Okay, die sind glaube ich auch durch. Ich dachte, wir die vielleicht gegen die Panzer nutzen können, aber das sieht erstmal nicht so aus. Ja, ich glaube, ich muss mich einfach nochmal zurückziehen, wenn die hier anfangen zu ballern. Könnte ich benutzen. Allerdings nicht so wirklich ein freies Schussfeld. Schade, komme ich da drüber? Ne, unsichtbare Wände. Alles klar. Gleich noch ein paar mehr, wenn ihr nicht aufpasst. Oder wir. Panzer müssten mal weg. Schade, das war schon mal nix. Naja, die Bar hätte ich gerne. Danke. Ich sehe halt hier nichts. Ah, die Musik ändert sich. Na, wie sieht's aus? Kommt Luftunterstützung? Yep, sehr schön. Dann, Dankeschön, Jungs. Yes, sir. The airfield has been held. Repeat, the airfield has been held. You're welcome, K.
cancer of the Fascist Reich ravages Europe like a plague. Their relentless drive into our motherland steals the lives of men, women, and children alike. The arrogance of their leaders is matched only by the brutality of their soldiers. These are the darkest days of the Nazi occupation of Stalingrad. Vendetta. Ja, wie man sieht, gehen auch die Deutschen nicht zimperlich mit den Kriegsgegnern um. Resnov. I need your help. Do what I say. And we can avenge this massacre. Okay, dann schleichen wir die mal nach oder krabbeln die mal nach. My injured hand means I can no longer aim. But you will do it for me. Okay. Take my rifle and watch the road. Mumodak in the car is General Heinrich Hamsel, architect of Stalingrad's misery. He is responsible for the cold-blooded murder of men, women, and children. Not just here, but throughout the motherland. For 3 days, I have hunted him. For 3 days, luck alone has saved his wretched life. Sniping your enemy is like hunting any other animal. Fire at the wrong moment and your chance will be forever lost. Patience. If we reveal our position to Hamsel's men, this fountain will be our grave. Now, load your rifle, but hold your fire. Wait until the bombers are directly overhead. The sound of the engines will drown out your shot. Ready? Shoot now! Wo ist er denn? Again! Wenn er ist noch wohl da irgendwo? Ach ja, da draußen, glaube ich. Aha! Hurry! Before the bombers pass! Straight ahead! Watch out! The dog! Your aim is good, comrade. Ja. Bis auf den Hund ging das tatsächlich gerade. Time to close in for the kill. This way. Jot. Armored patrol. We must find another route to Hamsel. Stay low and follow me. This way, before they discover the dead. Mhm. Schauen wir mal. For days, I have crept through shadows like a rat.
This place once echoed with conversations of friends and lovers. No longer. Mark my words, comrade. One day things will change. We will take the fight to their land, to their people, to their blood. This way. Knowing okay. The routines and movements of your prey tips the balance of a hunt. Aber wo wir da jetzt ungesehen rausschleichen können. General Amsel is a creature of habit. He inspects each German garrison every day. Okay. We can use this building to flank his route. Sniper! Get inside now! Okay. Smart almost got me. We'll have to flush him out before we move on. Follow me! The shot came from across the river. There! The building with the banners! Now the game is cat and mouse. I will draw his fire. Keep your eyes open for the flash. Ready? Now! At home. He's on the fourth floor, right side. Mm-hmm. I'm going to draw his fire again. Get ready to take him out. Did you see him? He knows exactly where we are. I cannot risk it again. It's up to you to find him now. Stay out of the light. If he fires... Good hunting. The patrols will surely have heard those shots. We need to get moving. Mhm. So, jetzt hat's ja geklappt. Jetzt hat's ja funktioniert. Ja, ich glaube, gegen die können wir tatsächlich nichts ausrichten. They found us! We need to leave now! Hit the floor! They are trying to burn us out! Stay low! Try not to breathe! Okay, aber es geht ja. Einigermaßen. Dieser verdammte Hund. Dieser verdammte Hund, der uns hier entdeckt hat. Oh. Hallo, Schrank. Ah. Jawohl. Toll. Jawohl, na toll. Also einfach so das verbrannte Holz wegräumen. Okay, ist klar. Au, au, au. Her mit dem Flammenwerfer. Verbrennt diese Russenschweine. Wer war das denn? Dimitri, we thought you were among the dead in the massacre at the square. He was. Among them, but not one of them. We're about to assault the communication post north of here. Good. Such a move will prevent the German command calling for help. Dimitri and I will provide cover from above. Wait till you hear the screams of dying Germans. Dimitri, this way! Up the ladder!
This way, comrades. Take positions and wait for the signal. Alles klar. Hold your fire. Do you see the flamethrowers? You must choose your moment. Exploding the fuel tank will incinerate anyone standing nearby. So, dann schauen wir doch mal. Wäre ganz cool, wenn der Flammenwerfer-Typ mal wieder herkommt, dass der noch ein paar mitnehmen kann. Quickly, shoot the fuel tank. Excellent aim, Dimitri. Give covering fire to our comrades below. Alles klar? Okay, irgendjemand hat es wohl erkannt. Gehen wir mal kurz in Deckung. Hier leider der kaputte Track. So, wo haben sie denn hier die Deutschen? Was ist das deutsche MG? Ah, da oben, okay. Schalten wir das doch mal aus. Ja, mit dem Snipern ist schon, läuft gerade sehr gut. Zerlegt, sehr schön. Was wär's dann mit euch? Ich glaube, da hinten kommt aber, glaube ich, noch einer nach. Kann das sein? Das sollte eigentlich geholfen haben. Okay, wenn ihr rumballert. Ich glaube, wir müssen hier wahrscheinlich dann eh nachher noch raus. Gucken, ob hier was Interessantes noch rumliegt. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Es werden aber echt immer mehr da unten, habe ich den Eindruck. Es hört einfach nicht auf. Aber gut, wir werden auch immer mehr. Oh. Das war dann doch nah genug, um mich zu erledigen. Hold your fire. Do you see the flamethrowers? You must choose your moment. Exploding the fuel tank will incinerate anyone standing there. Excellent aim, Dimitri! Give covering fire to our comrades below! Another flamethrower! Blow him to pieces! Hurry up! Zerbritzel! Good return! Okay, dann können wir auch noch ein bisschen Muni mitnehmen. Und uns mal dem MG zuwenden. Alles von uns, sorry. Okay, sehe ich diesmal. So, was wär's da mit euch gewesen? Dass ihr da auf dumme Gedanken kommt. Aber wir kommen jetzt, sag ich mal, ein bisschen besser zurecht, glaube ich. Sind eher auf die Granaten achten und dann sollte das ja passen. Die haben leider noch keinen, aber ich hoffe mal, das ändert sich auch noch demnächst. Na,
Schade, der hat dann sich doch nochmal anders überlegt und ist woanders hingelaufen. So, das wär's dann mit euch. Danke fürs Nachladen. Ich glaube, sie verziehen sich, oder? Jep, das sieht gut aus. Okay, dann schauen wir hier oben nochmal vorbei. Guck mal. Sieht ja auch ganz witzig aus, muss ich zugeben. Ich glaube, wir sollen da nochmal helfen. Oder halt nochmal nach unten. Oh, hi. Aua. Das sollte eigentlich getroffen haben. Vielleicht war da wieder irgendwo eine Barriere drin oder so. Und? Ja, die Einblendung, ich muss mir, glaube ich, das echt mal auf eine andere Taste legen mit dem Melee. Das V ist dann noch ein bisschen zu weit außen vor. Na gut, wir beenden mal die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.